Ja, hallöchen und herzlich willkommen zum 42. Part vom Final Fantasy VII Rebirth Let's Play. Dem wohl diesmal wirklich letzten Part, den wir zu dieser kleinen Let's Play-Reihe drehen. Wir befinden uns hier mitten im Kampf gegen die Mäuren, wie man schon sieht. Ich musste den Screen pausieren, weil sonst wäre es direkt actionlastig weitergegangen. Ich habe tatsächlich nach meinem letzten Part erstmal die Konsole ausgeschaltet und habe das Ganze so ein bisschen auf mich wirken lassen. Denn wir haben ordentlich Story um die Ohren gepfeffert bekommen. Meine heilige Piep. Also es war krass. Wie ja viele wissen, die jetzt auch meine Let's Play-Reihe so ein bisschen verfolgt haben, habe ich ja so zum Final Fantasy VII Rebirth oder zu dem ganzen Remake-Universum schon so meine Theorie aufgestellt, ne, gerade auch was Zack und Cloud und so betrifft. Und das, was wir zumindest bis jetzt gesehen haben, unterstreicht meine Theorie so ein bisschen. Ich würde jetzt auf jeden Fall gerade zum letzten Part am Anfang nicht großartig viel rumreden, sondern wir ziehen es jetzt einfach erstmal durch und lassen so das Ende so ein bisschen auf uns einprasseln. Und dann haben wir ja auch noch die Credits, wo wir einfach so ein bisschen nochmal quatschen können und nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was denn hier gerade passiert ist. Und dann habe ich sowieso geplant, nach diesem ganzen Let's Play ein Fazitvideo zu machen zum gesamten Spiel natürlich, und dann wollte ich gerne nochmal auf meine Theorie eingehen in einem separaten Video. So, das so zu dem Thema Final Fantasy Rebirth. Na, dann haben wir das Ganze so schön abgeschlossen und können uns dann auf den dritten Part freuen. Und ich werde mich dann höchstwahrscheinlich ein paar anderen Let's Plays widmen. Wer weiß, mal schauen. Es gibt ja auch da noch einiges zu tun. Ich gucke auf jeden Fall mal, wie es dann mit meinem YouTube-Kanal weitergeht. Aber so viel erstmal zur Vorgeschichte, zum Vorgeplänkel, bevor wir jetzt reinstarten. Eine Sache möchte ich ganz kurz noch erwähnen. An alle die meine Let's Play-Reihe durchgeschaut haben. Vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für den Support, auch vielen Dank an diejenigen, die immer fleißig in die Kommentarspalte reingeschrieben haben. Es hat mich immer sehr gefreut. Jedes Mal, wenn irgendwie eine Nachricht bei mir aufgeploppt ist, dass jemand einen Kommentar geschrieben hat, ich habe mir nass abgefreut. Ich finde es echt cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt, Attacke, starten wir straight rein und gucken mal, was das Ende so für uns bringt. Ach, ich bin so aufgeregt. Let's go. Alles klar, wir kämpfen auf jeden Fall hier gegen die Mäuren. Das ist... So, ich drehe mal ein kleines bisschen den Sound noch auf. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein Indikator dafür, dass wir gegen das Schicksal kämpfen. So. Es wird auf jeden Fall wild am Ende, da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz wichtig nochmal, falls ihr es vergessen habt aus dem letzten Part. Wir haben gesehen, wie Aerith quasi mit Cloud in die Kirche gegangen ist, ihrem Lieblingsplatz, und hat Cloud quasi die richtige weiße Materia in die Hand gedrückt und hat ihn quasi zurück in seine Welt geschubst. Ja, und dann kam Sephiroth. Und da haben wir die weißen Mäuren, das sind diejenigen, die auf unserer Seite kämpfen. Vermutlich. Hey, Cloud. Aerith. Da bist du ja wieder. Dir geht's gut. Sephiroth ist hier. Ganz nah. Er beobachtet uns. Ich weiß. Aber Cloud, du musst jetzt an dich denken. Mir geht es gut. Nimm dir Zeit, um dich selbst zu finden. Dein wahres Ich. Erinnere dich. Sephiroth, kannst du ruhig mir überlassen. Irgendwann wird er die Materia einsetzen. Und ich bin die Einzige, die ihn aufhalten kann. Als letzte Zetra. Oh.
Dankeschön. Ich passe gut auf sie auf. Hier. Für dich. Sie ist durchsichtig. Aeris? Aeris! Aeris! Okay, da muss ich einmal ganz kurz einschreiten. Wir haben genau das gesehen, was ich im der letzten Part schon am Ende angesprochen habe. Cloud wurde quasi von dem einen, von der einen Welt, von dem einen Universum, von der einen Zeitlinie in seine eigene zurückgeschleudert, weil die eine Zeitlinie war dem Untergang schon geweiht. Das hat Sephiroth ja auch gesagt. Die Leute hier haben sich schon mit ihrem Schicksal abgefunden. Ne? Daraufhin hat zum einen Sephiroth erstmal Zack weggeschlitzt, ne? Denn Zack war ja kurz davor, in die Kirche zu gehen, zu Aerith. So, und er wurde dann weggeschlitzt, und wie das einfach klingt. Der hat so ein, ich vermute mal, so ein Dimensionsriss aufgetan, wie er das beim Final Fantasy VII Remake, also beim ersten Teil, auch schon gemacht hat. Und Zack ist durchgefallen. Gleiches hat Aerith getan. Aerith hat in der Kirche Cloud geschubst mit der richtigen weißen Materia in der Hand. Und hat ihn quasi zurück in seine Welt geschubst. Wir können jetzt davon ausgehen, dass durch einen Zufall vielleicht oder durch einen Fehler von Sephiroth Zack ebenfalls in dieser Welt gelandet ist, in der jetzt auch Cloud ist. Cloud ist in seiner richtigen Welt, Zack gehört da eigentlich nicht her, denn Zack ist in Clouds Welt tot. Er ist in einer anderen Welt nicht gestorben. Das ist meine Vermutung. Ich möchte jetzt nicht weiter rum theorisieren, ne, wir schauen es uns jetzt erstmal an. Worauf ich auch noch hinaus wollte, einmal ganz kurz, sorry, die durchsichtige Materia, die Cloud bekommen hat von Aerith, das ist die ursprüngliche weiße Materia, die Aerith hatte. Ich glaube, dass Aerith Cloud diese Materia jetzt gegeben hat, damit er die mit seinen eigenen Erinnerungen, mit seinen richtigen Erinnerungen wieder auffüllen kann. Denn Materia ist ja nichts anderes als Erinnerung. Gut. Aber go, go. Warte auf mich. Ja, und jetzt hier sehen wir auch das Gegenstück zu den schwarzen Mäuren, die weißen Mäuren, die für, ich vermute mal, für Ausgleich sorgen sollen. Die sollen alles wieder gerade rücken, was Sephiroth quasi durcheinander gebracht hat. Mit seinem korrumpierten Schicksal, mit seinen korrumpierten Mäuren. Oh, ich bin so aufgeregt, ey. Ich werde mich jetzt erstmal abschalten und dann werden wir das genießen, ja?
Aerith. Wo bist du? Aerith! Aerith! Hey, Aerith! Aerith! Zeig dich! Aerith! Komm schon raus! Huh? Hey, wartet mal! Cloud! Cloud! Cloud, alles okay? Denke ja. Dachte schon, die Degeneration hätte dich erwischt. Oder eine Marco-Vergiftung oder sowas. Tut mir leid. Entschuldigen kannst du dich später noch genug. Jetzt suchen wir Aerith. Ich weiß, dass hinter diesem Wald eine uralte Stadt liegt. Und dort soll es einen Altar der Zetra geben. Aerith will ganz sicher dorthin. Sephiroth hat sich doch die schwarze Materia geschnappt. Benutzt er sie, ist der Planet in echter Gefahr. Doch das kann Aerith als Zetra verhindern, meinte sie. Wo ist diese Stadt? Das weiß leider nur Aerith. Wir haben sie im Nebel verloren. Jetzt ist sie ganz allein. Dann beeilen wir uns. Dort lang. Du bist dir da ja sehr sicher. Das Schicksal führt mich. Hey, Cloud. Oh yeah. Aerith hat mir alles erzählt. Sephiroth soll dir im Tempel ja ganz schön den Arsch versohlt haben. Was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Echt? Und wie hat er dann die Materie von dir bekommen? Muss nicht immer auf mega cool machen, weißt du? Okay, ja, hast recht. Er hat zusammengeschlagen und sich die Materie geschnappt. Tut mir leid. Sorry, dass ich nicht da war, um dir zu helfen. Naja, eigentlich hat Cloud ihm ja die Materia ausgehändigt, ne? Hast du dass die anderen das nicht gesehen Traum haben. Gehabt? Deine Augen haben sich bewegt wie Sau. Ein Traum würde ich das nicht nennen. Aber irgendwas hast du gesehen, oder? Ja. Eine andere Welt. Realitäten. Eine ganze Reihe zu geben. Ja. Aha. Mehrere Realitäten und mehrere Möglichkeiten. Varianten und verschiedene Möglichkeiten. Hat Cloud gesehen. Ach, ich hab's gewusst. Cloud, geht es nur mir so oder ist dieser Nebel seltsam? Ist er. Sieht er für dich auch ab und zu aus wie die Mäuren? Ja. Die Mäuren sind die Hüter des Schicksals. Was denkst du? Heißt das, dass es unser Schicksal war, von Aerith getrennt zu werden? Vielleicht. Dieser Gedanke gefällt mir nicht. Ganz kurz, was Aerith macht, weswegen sie alleine vollkommen behämmert in diesen Wald reingelaufen ist, ne, ist ja eigentlich ist sehr komplett unlogisch. Ich meine, das lernt man in jedem Horrorfilm, man geht niemals alleine in den Wald, die Gruppe darf sich nicht trennen. Spaß beiseite, was Aerith da macht, ist, sie stellt sich ihrem Schicksal. Nichts anderes. Gut. Cloud, versprichst du mir etwas? Wenn du dich unwohl fühlen solltest oder seltsame Gedanken hast, sagst du uns sofort Bescheid, okay? Mach ich. Seltsame Gedanken? Na zum Beispiel, dass ich nicht echt bin. Oder... Tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen. Nur versprechen, dass du einen von uns um Hilfe bittest. Ja, das verspreche ich. Also, auch noch mal ganz kurz so, das ist alles reine Spekulation, ne? Ich habe mich schon entschuldigt, aber bei dir noch nicht. Es tut mir aufrichtig leid, was im Gauzhauser also, was ich halt sage, meine ich. Ich dachte nur, wenn der Schlüsselstein wirklich gefährlich ist, dann sollte lieber Shinra was passieren. Schon gut. Vergiss es. Ich kann dir gar nicht genug dafür danken. Cloud, du bist so gütig. Bin ich nicht. Im Moment gibt's nur einfach wirklich Wichtigeres. Sicher.
Das verstehe ich natürlich. Ich werde tun, was ich kann, um euch zu unterstützen. Ehre. Gut. Wir nähern uns, glaube ich, dem Ende. Geleitet vom Schicksal. Ja, da ist die Stadt des alten Volkes. Gehen wir doch mal durch. Oder konnten wir jetzt hier noch mit den Flitzpiepen sprechen? Ich glaube nicht. Hier versammelten sich die Zetra, um ihre Gebete zu sprechen, in der vergessenen Stadt. Dass ich mal herkommen würde. Sind wir hier richtig? Das sind wir! Ich bin mir ganz sicher. Das hier ist sie, die vergessene Stadt. Sie war das kulturelle Zentrum der Zetra. Opa hat mir mal von ihr erzählt. Dieser Ort schreit förmlich Altar. Also Eris muss hier sein. Okay, dann lasst sie uns suchen. Na, sieh mal einer an. Die Viecher wollen sich doch bestimmt wieder einmischen. Aber seht doch. Ja. Schwarze Mäuren sind keine Hüter des Schicksals. Sie sind Sephiroths Handlanger. Beeil dich, Cloud. Was soll das? Nein, das... Sephiroth. Gut so. Bete, Eris. Sie ist nah. Die Verschmelzung der Welten. Die Reunion. Wenn Kummer und Hass erstarken und den Planeten nähren. Okay, es geht los, das Ende naht. Oh Mann. Go, go. Ja. Genau. Und sie scheinen uns nicht zu mögen. Passt auf. Ach, warum kämpfen denn jetzt die weißen Mäuren gegen uns? Das verstehe ich nicht. Ich zähle auf dich. Wurde schon ungeduldig. Okay, ich bin jetzt eigentlich eher davon ausgegangen, dass die dafür da sind, um uns quasi zu... Ja, den Weg zu ebnen. Hm. Ah, gucken. Wird sich wahrscheinlich gleich schon irgendwie ergeben. Mäuren. Oh man. Das war's. Und tschüss. Okay, ich sollte mal eben unbedingt Regener wirken. Und dann einmal die erste da wegholen. Ich hatte doch hier eine, die war ein bisschen weniger voll mit Leben.
Ja, aber vorher. Nee. Wollte ich eigentlich mal Analyse einsetzen und da müssen wir einmal gucken, wie wir die denn schocken können. Weil die können uns auf jeden Fall mit Magie ordentlich zusetzen. Sind drei oder mehr dieser Wesen vorhanden, errichten sie Magiekreise und wenden verschiedene Buffs und Debuffs auf die gesamte Gruppe an. Okay, alles klar. Da haben wir auf jeden Fall... Oh, das ist ganz und gar nicht gut. Gegenstände. Einmal einen Megatrank auf Cloud. Ausgerechnet jetzt. So, komm schon. Okay. Kein Problem. Na, bin ich jetzt immobilisiert? Dein Einsatz. Jetzt erst recht. Boah, die hauen ja richtig rein. Ich muss unbedingt jetzt mal hier ein bisschen was rausholen. Bin dabei. Es geht los. Okay. So, ich hatte doch hier genau neue Shortcuts gelegt. Zack, kriegt er schon Sprengpaus. So, haben wir der erste schon mal weggehauen. So, bevor ich jetzt hier ein Limit einsetze, machen wir einmal Vitra auf die gesamte Gruppe. Zack, 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 zack. Schockschuss. Zieh dich zurück. Okay, die sind auf jeden Fall hart im Nehmen. Jetzt hab ich hier das Sagen. Kampflos ergebe ich mich nicht. Na komm. Und tschüss. Okay. Weiße Mäuren sind ein bisschen krass drauf. Sag mal, den Anblick kenne ich doch. Eris! Wie kommen wir da denn nur durch? Ich weiß schon. Man muss nur die magischen Worte sagen. Lenchen, Papa legt los! Und dann durch! Ich passe. Sorry. Eris. Ich denke, Cloud hätte so oder so passieren dürfen. Denn Cloud muss passieren, dass gleich was passieren kann, was passieren muss. Wenn du denkst, dass du denkst, wenn du denkst, denk, du denkst. Ihr wisst schon, was ich meine. Gut, ich will nicht. Ich glaube, jetzt gleich wird's hart. Sorry. Aber ich vermute, wir bekommen gleich noch Unterstützung. Okay. Ja, wir haben ja auf jeden Fall einmal die schwarzen Mäuren, die Sephiroths Handlanger sind, so wie wir ja gerade gehört haben. Und dann haben wir einmal die weißen Mäuren.
Denn von unten gibt es kein. Okay. Letzte Vorbereitung. Und dann haben wir die weißen Mäuren, die halt wirklich die Hüter des Schicksals sind, ne? Ich glaube, die schwarzen Mäuren hätten Cloud sowieso passieren lassen. Denn es gibt eine Szene im Spiel quasi, die passieren muss, damit die Geschichte Fortbestand hat. Oder je nachdem, was halt Sephiroths Plan ist, ne? Ich weiß es nicht. Ich höre jetzt auf mit der Spekuliererei, sonst platzt mir gleich noch der Schädel. Wir nehmen natürlich einmal alles mit, was wir mitnehmen können. Gut vorbereitet bin ich auf jeden Fall. Ja. Na, das ist jetzt hier meine letzte Möglichkeit zu rasten. Was ich jetzt auf jeden Fall einmal mache, ist I save the game. Einen neuen Speicherplatz. Okay. Gut. Let's go. Let's face the destiny. Jetzt wird's abgefahren, 100%ig. Planet. Cetra, hört mich an. Okay. Ich bin dann mal weg. Ich bin die Letzte eures Blutes, doch euer Wissen habe ich nicht. Deshalb weiß ich nicht, mit welchen Worten ich mich an euch wenden soll. Aber ich habe eine große Bitte an euch. Ich möchte die anderen beschützen. Sie bedeuten mir so viel. Sagt mir, was ich tun muss. Ich flehe euch an. Thank you.
Eris! Sei nicht traurig. Und täusche keine Wut mehr vor. Du hast überhaupt keine Gefühle. Cloud, es wird alles gut. Mit ihnen. Dunkle Gefühle wiegen schwer. Sie saugen die kleinen Freuden auf und verwandeln sie in Wut, Trauer und blanken Hass. Spürst du, welch große Wellen sie schlagen? Warte hier. Doch dir bleibt das alles natürlich verborgen. Halt's Maul! Denn du ist nichts als meine Marionette. Ja, jetzt ist die Frage, was ist passiert und was nicht, ne? Gut, wir machen noch jetzt erstmal den Kampf gegen Genova. Okay, gut. Jetzt muss man auch noch so einen ekelhaften Kampf machen. Analyse nicht möglich. Jetzt muss man auch noch so einen üblen Kampf machen, obwohl man gerade eben sowas Krasses gesehen hat, ne? Den Limit hebe ich mir natürlich auf. So, erstmal mächtige Abwehr. Juppie. So, Multiplizierung. Das ist so übel, Alter. Ich schwöre. Die haben noch vollen Eier wandern, ey. Nomura, was hast du getan, Junge? Was hast du getan? Was wollte ich denn jetzt machen? Ich bin komplett durch den Wind hier, ey. Ah, Junge.
Wirbelsturm. Warum kriege ich denn die Barrikade nicht weg? Und hier, Cloud sollte definitiv einmal Regener auf alle anwenden. So, und mit Red machen wir jetzt erstmal einmal Lunares Tempo. Okay, Lunares Tempo. Wahrscheinlich mit Magie, ne? Ja. Gut, Donnerwetter sollte auf jeden Fall ziehen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Magie. Nur ein bisschen Blitzrad drauf hier. Hochspannung. Gewitter-Jutsu. Das ist so heftig, alter Schwede. Ich bin gerade gar nicht in Kampfstimmung. Die knallen, die haben doch... Naja, Mann, dann, ey. Ja, Junge. Aqua-Atem. Was bist du? Turtok oder was? Aqua-Atem. Boah, ich werde dich schocken und da werde ich auseinandernehmen, Genova. Ich schwöre es dir. Ich mach das. Ja, Red hat einfach anscheinend Team verlassen. Gut. Dann machen wir doch mal schnell mit Yuffie jetzt doch ein Limit. So, geschockt haben wir sie. Und tschüss! So, Ende mit Schrecken. Okay, ich kann hier, glaube ich, keinen weiteren Schaden machen. Ja, also, da geht gar nichts. Die ist stagniert. Ja. Was ist das denn? Okay, Synchro-Fertigkeit, Azursturz direkt hinterher. Das war. Ich habe sowas schon tausendmal gemacht. Okay, ich muss mit Cloud alleine kämpfen. Mal weg. Regener. Und weiter. Machen wir einmal Magie Protest. Nur zu. Was? Und einmal Wallum. Das wird schon. Und einmal Wallum. Ich habe erstmal den Debuff aufgehoben. Nur zu. Zack. Ja, so sieht's aus. Ach komm schon. Zack, 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 zack. Jetzt kassierst du. Auf den dummen Schädel. Alles okay? Ja. Genova ist so hässlich. Weiter so! Natürlich! Ich übernehme. Sorry, ich werde bei dieser Musik immer übelst nostalgisch. Mu
Multiplizierung. So, und dann natürlich nochmal, weil es so schön war, auf alle Regener wirken. Red wurde immobilisiert. Gucken, ob wir die Perle denn jetzt scannen können. Analyse nicht möglich. Okay. Immer geschmeidig bleiben, ne? Einmal Gewitter-Jutsu. Wir müssen die auf jeden Fall jetzt shoppen, sonst haben wir gleich ein Problem. Mächtige Abwehr einmal einsetzen. Zack, geschockt. So, und jetzt kriegt die erstmal ordentlich was vors Gesicht gezimmert. So, und im nächsten Run, wenn wir die geschockt haben, hauen wir der die ganzen Limit Breaks vors Gesicht und dann haben wir die weg. Wobei ich jetzt stark am Überlegen bin, ob ich das nicht lieber jetzt schon einsetze. Cloud auf jeden Fall einmal ein bisschen Dingens auffüllen. Super Ether. Da übernimm du. Wirst dein Bestes geben. Auf in den Kopf. Ja, das ist mein Lieblingssatz. Auf in den Kopf. Synchro. Ungezähmter Aufstand. So, einmal schnell auf Cloud wechseln. Magie und Vitaga. Zack. Lunares Tempo für Hast. Lass mich mal. Und tschüss. Das war's. Komm, die packen wir jetzt. Die kriegt gleich sowas von Limit Break in die ins Gesicht gedonnert. Ja, kannst du ruhig deine Moves da machen. Die juckt mich überhaupt nicht. Ach, das ist ja super. Auf mich kannst du dich verlassen. Das weiß ich. Ein Schritt. Übernimm mal bitte Schlange. Steht zu Diensten. Verbindung Finale. Oh Gott sei Dank. Ich habe nämlich mit Cat nichts angelegt. Aber so was von. Jawohl. Wurde schon ungeduldig. Nicht so nah. Schockschuss. Ach, machen wir doch nochmal hier so eine
Eine kleine Synchro-Fähigkeit. Oh nee. Und tschüss. Ich weiß halt nicht, ob wir die jetzt noch schocken können. Gucken wir mal, ob wir die Schockleiste höher kriegen. Zumindest ist es mit dir nie langweilig. Nee. Das Kompliment gebe ich gerne nicht zurück. Lieb von dir. Zieh dich zurück. Ja, das war's dann. Und hier. Wer kann mithalten? Das war's. Jetzt. Genau so, Phoenix. Jawohl. Geiler Kampf auf jeden Fall. Kannst du vergessen? Los jetzt! Darf ich auch mitmischen? Doppelt hält einfach besser! Vor allen Dingen habe ich ausgerechnet Cat Chi dabei, den ich überhaupt nicht ausgerüstet habe, weil ich ja total vergessen habe. So ein verdammter Mist. Okay, ich hoffe, den drücken wir jetzt ordentlich Schaden rein. Denn sonst habe ich gleich ein Problem, ey. Ah, Wechsel auf Cloud. Nix Strahl der Auslöschung. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Sorry. Komm. Schießen jetzt runter. Ah, du bist kacke, dich will ich nicht. So, perfekt. Haben wir geschafft. Was jetzt? Alles weiß, soweit das Auge reicht. Hey! Was ist denn hier los? Dass du da bist. Obwohl, ein wenig sauer bin ich ja schon auf dich. Zack? Ich hab's gecallt, ich wusste es, ich wusste, dass das passiert, die kämpfen zusammen gegen Sephiroth, ich wusste es. Haha.
Hallo. Wir reden später über alles. Sephiroth! Haha, ich wusste es, dass das passiert. Das war mir sowas von klar. Ich hab's gesagt, wir kriegen einen Endkampf mit Zack und Cloud gegen Sephiroth. Es war so klar und der ist quasi durch diesen Dimensionsschlitz von Sephiroth ist er ins Nichts gefallen, weil er da nicht hingehört hat, Sephiroth ja gesagt. Und das war wahrscheinlich nicht seine beste Entscheidung. Denn das Schicksal hat dafür gesorgt, also man hat ja die weißen Mäuren gesehen, dass Zack auf Cloud trifft. Das heißt, Cloud und Zack sind jetzt zusammen in einer Welt. Ne, Zack aus einer anderen Welt und Cloud halt aus seiner. Ha, heftiger Shit. Oh Mann. Gut, widmen wir uns doch mal den Endkampf. Ich bin so hyped. Jetzt habe ich Bock auf den Kampf, nicht wie gerade gegen Genova. Oh. Okay, let's go. Cloud, bist du bereit? Oh. Klar, Zack. Ich übernehme die Führung. Oh, hast dich ja ganz schön gemacht, was? Das wird abgefahren. Nicht übertreiben. So, Zack greift mit seinem Panzerschwert an, dass du mit Viereck schwingen kannst. Ach. Halte die Taste gedrückt, um zwischen Angriffen in der Luft und am Boden zu wechseln. Drücke Dreieck, um mit Fokus Kraft zu sammeln. Und 6 Fertigkeit Hiebserie und Meteorschauer bis auf Stufe 3 zu verstärken. Okay. Gut. Probieren wir nochmal aus. Kämpfen wir nochmal ein bisschen gegen. Gegen Zack. Zieh dich zurück. Gegen Sephiroth. Hoppala. Sorry. Ich übernehme. Ich wollte eigentlich, dass wir Regener einsetzen, ne? Okay, also wir können hier, zack. Jetzt erst recht. Mit Zack anscheinend. Aufladen. Dann übernimm. Cloud! Das da! Los! Was? Mir nach! Geht klar! Ich mach das. Okay. Einmal Protess auf 6. Meine geliebte Marionette. So schwach. Nimm die Haus für mitleidenswert. Halt dein Maul! Okay, der ist auf jeden Fall ist der Hass, den du spürst, gar nicht so einfach. Magie. Nicht übertreiben. Jetzt erst recht. Verdammt. Hältst du stand? Oha. Und tschüss, jetzt zum Angriff. Oh, Gott sei Dank, das musste ganz schnell unterbunden werden. Hiebserie. Bring es hinter uns. Jetzt komme ich. Hier bin ich. So, dann setzen wir doch mal hier Ende mit Schrecken ein. Das ist unsere Chance. Das war's dann. Oh. Na, warte. Ich übernehme. Los, da. Hier.
Nichts überstürzt. Nimm das! Was? Oh. Oh, Synchro-Fertigkeit. Soldatenehre. Ehre. Die setzen wir doch mal ein. Die fetzt bestimmt. Na komm schon, lass mich. Jawohl. Die Welten verschmelzen und trennen sich. Cloud, beschütze sie! Endlich, Cloud. Nur wir beide. Okay, das kam jetzt absolut unerwartet. Hätte ich jetzt nicht mitgedacht. Also, dass hier noch so ein Sephiroth-Ungetüm auf uns zukommt. Krass. Okay, gut. Müssen wir uns wohl stellen, ne? Ich werde nicht verlieren. Nicht gegen dich. Das passiert alles so schnell, dass man das gar nicht mal ganz kurz irgendwie recappen kann, ne? Junge. So, Magie, einmal Protest. Okay, zack. Unterkörper. Unterkörper, Unterbau. Komm, Junge. Hauen runter. Was? Hey. Oh, geschmeidig bleiben jetzt da oben, ne? Zack. Ja, umso größer der Gegner, umso größer die Angriffsfläche, ne? Das Schicksal hilft uns natürlich. Jawohl, richtig Monster Hunter Style. Erstmal auf den Gegner hochklettern. Jawohl. Kann ich jetzt hier irgendwie was machen? Zack. Mein Gott, bist du ein Hässlon. Schlitz, Schlitz in dein Gesicht, Junge. Ist das alles? Los! Ich weiß nicht, ob ich den Limit Break jetzt einsetzen soll. Ich glaube, das ist nicht so schlau. Ich sollte mich jetzt auf jeden Fall einmal noch mal ganz kurz hochheilen. Eine Auffrischung. Okay. Verdammt! Schwach. Easy, Junge. Du kannst mir gar nichts anhaben. ein bisschen kannst du schon. Wo ist denn hier Konterstellung? Da. Genau das. Ist, glaube ich, das Beste, was man hier machen kann. Schön einmal Konterstellung. Hab alles im Blick. Dag, und dann kriegt er direkt zurück.
Probieren wir nochmal. Okay, da hat wohl nicht so gut funktioniert. Na komm. Impulsiv. Das war's. Okay. Zack. Ist er jetzt geschockt? Komm, ich will den Kreuzschlag aufs Gesicht hauen. Okay. Und Cloud? Ich glaube, die Mäuren haben ihn. Glaubst du, sie haben ihn verschleppt? Vorsicht! Sephiroth! Ja, Bahamut einfach. Wer kann ich? Dieser Kampf ist für Eris. Kann ich Catchy echt nicht austauschen? Dass die einen jetzt aber auch zwingen, mit dem zu spielen in der Truppe, finde ich irgendwie, um ehrlich zu sein, ziemlich ungeil. Ja, mein Gott, ey. Das finde ich echt ungeil. Ja, setz jetzt Gigaflare ein und wämst mich wahrscheinlich aus dem Leben. LOL. Boah, Junge, 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 ey. Ernsthaft? Ja, ich muss mich jetzt aber mal ganz schnell hochheilen. Super. Hab ich nicht so was wie ein Über-Mega-Elixier? Nee. Aber was wir haben, ist dieses Gigaspray. LOL. Guck mal. Ach, so ein... Vielleicht hätte ich mich doch etwas besser ausrüsten sollen. Komm, geschockt haben wir auf jeden Fall schon mal. Schlagsturm, Sprengfaust, Schmetterer und Hackentritt und Übermacht. Und Sternstaubschlag. Komm, stirb! Jawohl. Wilder Ansturm. Sorry, Freunde, wenn ich hier gerade so ein bisschen hardcore konzentriert bin und ich versuche hier nicht zu verrecken.
Boah, denn der ist wild. Ich muss auf jeden Fall einmal tiefer hochheilen und zwar ganz flott, am besten mit einem Elixier, weil sonst ist sie gleich definitiv nicht mehr da. Prügelaktionswoche, na, ist er wieder. Okay, ich muss hier den... Ja. Prügelaktionswochen. Jawohl. So sieht's aus. Zack klärt jetzt. Ich hab's sogar gecallt, dass die interdimensional gegen den kämpfen, ja? Ich hab's gesagt, Freunde. Okay, let's go. Ja, geschockt in dein doofes Gesicht, ist auch lange überfällig. Du gehst mir nämlich ein bisschen auf den Zeiger, Alter. Ich hätte aber, glaube ich, vorher erstmal den hier machen sollen. Bisschen aufleveln. Okay. Hier gehen wir doch mal rein. Was passiert, wenn ich mich hier reinstelle? Bin ich hier geschützt? Okay. Verdammt. Was auch immer hier los ist. Ja, geschmeidig bleiben, ne? Ich werde aber hier nicht geheilt oder so, ne? Magie? Ja. Ach, das ist das, der heilige Magiekreis von Eris, kann das sein? Ich glaube schon, ne? Wenn ich jetzt da Feuer wirke, müsste das eigentlich zweimal kommen. Synchrofähigkeit? Ich schwöre, das ist doch heftig. Machen wir sofort, ich will nur einmal kurz was ausprobieren. Ja, das hat nichts gebracht. Aber ey, kein Problem. Wir machen den jetzt interdimensional. Game over. Komm schon. Ne? Synchrofähigkeit, Visionsentzweiung auf sein... Ich glaube, auf seinen Kopf ist das jetzt auch nicht gerade effektiv. Ne? Ich sollte den erstmal nochmal... versuchen zu stunnen. Vorher natürlich einmal Vitagar. Okay, und zack. Gucken wir mal, dass wir den irgendwie schnell seinen Kopf wegkriegen. Jetzt hat der mich schon wieder da in so eine Bubble reingehauen. Ist das sein Ernst? Yo. Okay, wir
machen doch jetzt mal hier Visionsentzweiung. Ja, tut mir leid. So, Sturmangriff. Hoppala. Jetzt komme ich. Nimm das. Sorry. Irgendwie verstehe ich das anscheinend noch nicht so richtig mit seinem Meteor hier. Oder seiner Hieb-Serie. Aber gut, haben wir trotzdem geschafft. Jawohl. Erstmal ein Hörnchen abgehauen. Gut, wir haben ihn. Was ein Bossfight, ey. Wie lang kann ein Bossfight gehen? Sephiroth? Ja. Oh Gott sei Dank. Wir müssen erst die Barrieren zerstören. Sie sind unbesiegbar. Vergebene Liebesmühe. Extra Magazin. Extra Magazin. Einmal stehlender Wille. Okay, ich sollte doch erstmal auf die Flügel gehen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Oder kann ich den den kann ich anscheinend gar keinen Schaden machen. Was muss ich denn jetzt hier angreifen? Aha, ich verstehe, glaube ich. Die wechseln die. Kannst du mal? Ich lege mir eins, zwei, drei, du bist vom Tempel. Na. Ich glaube, da ist definitiv. Magie richtig? Ich weiß es nicht. Jetzt hab ich ihr das sagen. So, wenn ich doch jetzt hier mit Blitzra angreife. Das ist hier wieder so ein riesiges Durcheinander. Ich komme hier noch nicht mal aus der Ecke raus. Das ist doch zum Abgübeln. Leute. So, Avalanche Credo und jetzt lass mich doch mal hier aus der doofen Ecke raus, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist mir schon klar. Ach, das war doch verkehrt, das wollte ich doch gar nicht einsetzen. Es ist echt wirkungslos, ne? Und ich kann hier gefühlt mit nichts vernünftig angreifen. So, der ist doch jetzt im Eismodus, ne? Ja, sag ich ja. So, da müsste ich jetzt eigentlich mit Luft drauf. Yuffie. Nee, ich setze davon jetzt gar nichts ein. Das, was ich jetzt als nächstes mache, ist einmal hier Gegenstände. Und wo ist denn hier das Zeug?
Warte uns heil. Halt. Ja. Na gut, wir müssen erst die Barriere zerstören. Diese dummen Flügel. Ich leg los. Technik fahren. So, den ersten Flügel haben wir platt. Oi. Wie man da auch einfach so gar nicht dran kommt, um. Viel Erfolg! Wurde schon angedeutet! Zurück! Da geht noch was! Ich zähle auf dich! Blitzer! Na komm, der hat doch nicht mehr viel, der blöde Flügel. Der hat doch nicht mehr viel. Das kann doch nicht so eine Qual sein. So, Eisimpuls und tschüss. Is it the possibility? Furchtbar. Furchtbar. Absolut furchtbar. So, wir machen mal Feuerimpuls da drauf. Da müsste der eigentlich platt sein, aber irgendwie. Junge. Jetzt mach doch diesen blöden Flügel da im Eimer. Das wird das für eine Gelegenheit. Oh Gott. Ja, genau. Also irgendwie ein cooler Kampf, aber. Also. Das geht auch. Besser, meiner Meinung nach. Dann zeig mal, was du kannst hier. Ich hab einfach nicht. So, stürmischer Umsturz. So, und dann Assassinengewehr. Jetzt muss er doch mal kassieren. Gott sei gedankt. Oh. Lol. Ich hab nicht aufgepasst. Das tut weh. Ernsthaft jetzt? Jetzt bin ich richtig sauer. Ha, meine Fresse. Junge. Oh Mann. Ey, ich muss hier ganz schnell die anderen beiden wiederholen, sonst bin ich nämlich gleich geliefert. Wo ist denn die blöde Phönixfeder jetzt? Na? Da. Boah, der Part hat's auf jeden Fall in sich, ja. Der geht fast 2 Stunden, das sag ich euch. Hui! Okay. Ich gehe jetzt einfach komplett aufs Ganze und versuche den so wegzuholen. Komm schon. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Oh Gott, das war so knapp. Was denn jetzt wieder? Hat das bald mal ein Ende? Oh Mann. Jetzt stell dich mir schon, Sephiroth!
Der Kampf hört einfach nicht auf. Das ist so heftig. Hui, 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 hui. Ah. Okidoki. Okay. Okay. Ich hab dich unterschätzt. Ich sag euch, Zack stößt jetzt gleich auch noch dazu. Das ist so krass. Oh Mann, oh Mann, oh Meter, ey. Ich bin richtig am Schwitzen. Ich schwör. Heiliger. Heiliger Bimbam. Nee, ist er wirklich nicht. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Genau her. Ab mit dir. So, erstmal. Jetzt schön. Magie. Protest. Überlass das mir. Nur zu. Ich mach das. So, und nochmal. Magie-Protest auch nicht auf Aerith. Das wird schon. Sie sagen schon klar. Ist das hier die Wirklichkeit? Man weiß es nicht, Sephiroth. Du gehst mir auch, um ehrlich zu sein, gerade ein bisschen auf den Sack. Ich sollte definitiv mal Vita gar auf Cloud wirken. So, und dann mit Cloud einmal Regener einsetzen, weil es ja gerade anscheinend nicht gefruchtet hat. Und weiter. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Pass auf, Cloud. Es geht los. Ups. Wechsel. Lass mich mal. Du bist doch so ein furchtbarer Blödmannsgehilfe, ne? Komm, mach weg das Schwert. Okay, einmal Blütensturm, dann kann ich den gleich nämlich schön direkt mit einem Atomisator ins Nirvana befördern. Hä, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Blütensturm, los. Okay, ich sollte definitiv aufpassen und darauf achten, dass ich den Segen des Planeten, also Aeriths Fähigkeit, am besten zu einem richtigen Zeitpunkt einsetze. Denn ich glaube, der kann uns ordentlich einen reindrücken. Auf jeden Fall heftiger Endbosskampf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sehr, sehr fordernd. Ne? Ich meine, das ist jetzt eine Stunde lang Geballer hier ungefähr schon. Und Story nebendran und uiuiuiui. Ja, alter Schwede, ey. Komm schon, los, geben wir alles. Krieg ich die hier mit irgendwas jetzt schnell kaputt? Ja.
Okay, so kriegt man den auf jeden Fall ordentlich schockanfällig. Lass mich dein Schicksal spalten. Ich zähle auf dich. Ich mach das. Und tschüss. Das muss doch nun wirklich nicht sein, Junge. Ach, ja, ganz vergessen. Ich kann ja auch noch eine Beschwörung absetzen. Nee, was wollte ich denn jetzt machen? Fertigkeiten. Einmal Ende mit Schrecken. Okay, ich mach das. Ab mit dir. So, und dann Limit. Segen des Planeten. Ne, denn ich glaube, das werden wir gleich brauchen. Und so sind wir erstmal nicht zu verwunden. Odin rufe ich jetzt auf jeden Fall noch. Nicht übertreiben. Zack. Das schadet definitiv nicht. Boah. Ich bin fertig. Ich bin fix und fertig. Lass mich mal. Komm, Junge. Überlass das mir. Komm, Attacke. Den packen wir jetzt auf jeden Fall. Da er uns hier nicht weiter auf den Keks geht. Wenn danach noch ein Kampf kommt, ich schwöre, ich mache PlayStation einfach. Oder? Ich schnauze voll. Jawohl. Das Ende naht. Sag mal, geht's noch? Du musst jetzt hier nicht noch irgend so eine High-End-Hardcore-Attacke einsetzen. Gott sei Dank. So, geschockt. Atomisator und ab dafür. Ja, okay. Gott sei Dank. Junge, 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 Junge. Warum lacht er? Es ist noch nicht vorbei. Geschafft. Das war's wohl, was? Oder etwa nicht? Ich sehe schon.
Ares. Wach auf. Wir waren lange genug hier. Lasst uns gehen. Ja, hast recht. Tifa, komm. Du hast viel erreicht. Das lasse ich dir. Meinst du mich? Wohl eher nicht, was? Sag, weißt du zufällig, wo Saruf ist? Hat mich bei einer wichtigen Übertragung versetzt. Ganz schön peinlich. Das war auch keine angemessene Bühne. Was hast du erwartet? Wie konnte ich das vergessen? Ihr reichen Bengel habt Ansprüche, was? Wie dem auch sei, ich hab, was ich wollte. Wir sind dem Krieg endlich einen großen Schritt näher. Sag schon, Glenn. Dieser Krieg ist doch nur ein Versuch, mich von Sephiroth abzulenken, oder? War zu offensichtlich, was? Egal. Die Vorbereitungen laufen. Wir werden selbst ein verheißenes Land erschaffen. Deinen Vater wirst du übertreffen. Ein billiger Abklatsch? Kein Interesse. Aber das ist genau, was du verdienst.
so schön in den Rücken wie du. Nein, das war kein Traum. Es war real. Die Welten verschmelzen und trennen sich. Und finden wieder zusammen. Was hat Aeris da drin letztendlich gemacht? Hey? Na, sieh mal einer an. Damit sind wir startklar. Die schwarze Materie. Reunion. Los, dann steigt mal ein. Ja, gleich da.
Sieh nicht hoch zum Himmel. Huh? Oh. Nicht nach oben sehen. Huh? Jetzt gucke ich doch erst recht hin. Dann mach halt, aber krieg keinen Schock. Da ist nichts. Ist nur eine Illusion. Mehr nicht. Okay, nach Norden. Wir suchen Sephiroth. Norden? Genau, er ist dort. Soldatintuition. Nicht schlecht. Bist ja doch ganz nützlich. Na gut. Wir vertrauen dir, Cloud. Alles hängt von dir ab. Vergiss das nicht. Ist eine schwere Last. Bereit dafür? Was heißt hier schwere Last? Wir haben keinen Platz für extra Gepäck. Nur keine Sorge. Ich komme damit klar. Gute Reise. Und du findest zurück? Was wäre denn, wenn nicht? Das hier ist doch quasi meine Heimat. Okay. Aber was, wenn dir etwas passiert? Dann schick ich Rauchzeichen. Okay. Achte drauf. Ich werde den Meteor aufhalten. Also mach dir keine Sorgen. Hörst du? Kümmer du dich um den Rest. Klar. Ich werde Sephiroth finden und besiegen. Okay? Versprochen? Versprochen. Oh Mann. Okay. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt durch. Oh, der letzte Part war hart. Also ich fand nicht nur hart von der Story her, was jetzt da alles passiert ist, sondern das muss man auf jeden Fall erstmal aufarbeiten. Das mache ich jetzt auch doch nicht mehr hier am Ende der des Spiels in den Credits, denn das ist mir, da muss ich ein gesondertes Video zu machen. Denn das jetzt hier einfach plump hinten dran zu hängen, wäre, glaube ich, nicht so klug. Wir haben auf jeden Fall viel gesehen, boah, und viel zu verarbeiten. Also die haben sich da auf jeden Fall was Ordentliches ausgedacht. Tetsuya Nomura-mäßig sehr, sehr verwirrend gestaltet, aber nicht schwer zu durchblicken. Na, wenn man sich erstmal darüber klar geworden ist, dass wir hier in mehreren Dimensionen oder mehreren Welten unterwegs sind, dann checkt man das eigentlich relativ schnell. Ja. Wir haben zwar gesehen, wie Cloud Sephiroth das Schwert weggeschlagen hat und Aerith somit überleben konnte, das war aber in einer anderen Realität. Denn in der richtigen Realität, also in
quasi Realität A, wo wir uns auch die ganze Zeit drin bewegt haben, muss Aerith einfach sterben, weil es halt auch auf Advanced Children hinauslaufen muss. Ne? Denn Advanced Children ist halt der Nachfolgefilm zum Final Fantasy Spiel. Und der ist halt Kanon. Ne? Und da führt kein Weg dran vorbei. Deswegen war klar, dass Aerith stirbt. Aber ich fand's ganz cool, dass die tatsächlich diesen Fanwunsch mit eingebracht haben, dass Cloud quasi diese 7 Sekunden nutzt und Sephiroth quasi das Schwert wegschlägt. Gut. Ich guck mal, kann ich die überspringen? Ich kann die Credits überspringen. Vielleicht kommt ja noch eine Szene. Nein, kommt nicht. Ja, wir haben eine Trophäe erhalten. Kapitel 14 abgeschlossen. So, der Schwierigkeitsgrad schwierig wurde freigeschaltet und kann in der Kapitelauswahl für jedes Kapitel ausgewählt werden. Okay. Alles klar. So, können wir hier Spielfortschritt checken. Okay, Outfit können wir auch wechseln. Klasse. Du kannst das Hauptmenü momentan nicht schließen. Wähle über die Kapitelauswahl unter System ein Kapitel, um es erneut zu spielen. Okay, ich speichere das mal ganz kurz hier. Boah, Junge, ich bin gerädert. Ich bin absolut gerädert. Gut, hier Kapitelauswahl, Kapitel 14. Gut, ja. Ihr Lieben, es sind jetzt fast 2 Stunden. Ich weiß, das ist ein langes, langes Video. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ende doch nochmal so krass lang wird, aber der Endkampf, der war hart. Also, das war ja eine schiere Abfolge an Bosskämpfen. War teilweise cool gemacht, teilweise war es mir ein bisschen zu viel. Aber gut, wie dem auch sei. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch dieser Part von meinem Let's Play gefallen hat. Und natürlich auch, wenn ihr wirklich die ganzen 42 Parts bei mir geschaut habt, dann hoffe ich natürlich, dass sie euch gefallen haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für den Support. Das war jetzt quasi mein erstes langes Let's Play. Und ich werde auf jeden Fall weiter am Ball bleiben. Ich hoffe, dass ihr mich dabei begleitet. Na, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltet, dann holt das doch gerne nach. Na, und wenn ihr keine folgenden Videos von mir verpassen möchtet, dann aktiviert doch gerne die Glocke. Zudem vergesst bitte nicht, drückt den Daumen nach oben und schreibt mir doch gerne auch so ein bisschen was in die Kommentare, was ihr vom Ende haltet und was ihr denn ja so denkt, was denn da jetzt noch alles so passieren könnte. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auf jeden Fall ein Add-on kommen wird, wo wir vielleicht noch mal so eine kleine Side-Story bezüglich Vincent und Sid bekommen. Ne, denn so wurde ja Yuffie auch letztendlich eingeführt. Gut, ich sage dann an dieser Stelle auf jeden Fall bis dahin, peace out, euer Brozilla. Und PS, mein Review-Video zum Final Fantasy VII Rebirth Let's Play und so allem folgt.